Du bist jetzt rausgeflogen aus dem Dschungel. Warum, darf ich hier nicht sagen. Ich denke, das weißt du selber, was da passiert ist. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist jetzt merkwürdig. Warum? Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Und heute mit einer weiteren Eskalation im Social Media. David Ortega und Julia Siegel, es ist erneut explodiert. Und diesmal kann ich aber die Gründe auch ein bisschen nachvollziehen. Richtung David Ortega. Es geht um den großen Gewürzstreit. Ja, das mag vielleicht jetzt erstmal lustig klingen, ist es aber gar nicht. Nicht für Menschen, die vegan leben und denn dann herausfinden, dass man ihnen etwas ins Essen geschmuggelt hat. Das ist etwas, das kann eine große Panik in einem auslösen und das respektiere ich hier in diesem Fall auch natürlich. Wir besprechen das, wir gucken uns noch einmal ein Statement von Julia an und ich erkläre euch auch, warum einige Statements wieder verschwunden sind. Das ist alles ganz, ganz merkwürdig. Auf jeden Fall bleibt dran, wenn ihr nichts vom Dschungel mehr verpassen wollt. Ich mache für euch natürlich auch die Berichterstattung drumherum, um euch in die neuesten Konflikte, ja, hineinzuladen. So, jetzt würde ich sagen, genug gequatscht, Feuer frei. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Also vor einigen Tagen wurde ja der große Gewürzschmuggel von Julia Siegel gezeigt, wie sie das gemacht hat. Und das war erstmal für viele Zuschauer ein bisschen lustig. Es ist aufgeflogen. Es hat der Gruppe auch gut getan, weil sie gutes Essen gehabt hatten und fertig. Allerdings haben wir ja auch im Camp einen Veganer zumindest gehabt, nämlich David Ortega. Ob weitere Veganer leben, das weiß ich nicht. Ich muss dazu sagen, ich selber lebe nicht vegan. Aber ich respektiere Menschen, die vegan leben. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und genauso wenig, wie ich möchte, dass mir ein Veganer sagt, du musst jetzt vegan leben, werde ich den Veganer nicht in ihr Thema reinquatschen. Ich finde, man sollte sich hier auf einer Augenhöhe mit Respekt begegnen. Und entsprechend kann ich David auch verstehen, der sich jetzt hier extrem schlecht gefühlt hat, weil er nicht wusste, was er für Gewürze gegessen hat. Denn es gibt halt auch Gewürze, die nicht unbedingt vegan sind, aus bestimmten Gründen. Da sind wahrscheinlich die Veganer hier auf dem Kanal besser im Thema. Entsprechend hat denn David Ortega viele Nachrichten gestern auf Social Media gepostet. Nachrichten mit verstörendem Inhalt zum Teil. Wir haben ihn schluchzen, wir haben ihn weinen gehört, ein bisschen diffus sprechen, dann wurden die Nachrichten wieder gelöscht, dann kamen wieder neue Nachrichten. Es war alles so Kuddelmuddel, dass ich wirklich sehr, sehr Schwierigkeiten hatte, hier dem allem zu folgen. Inzwischen sind auch fast alle Nachrichten wieder gelöscht. Auch ein Statement von Julia Siegel, wo sie gesagt hat, dass es vegan war, habe ich dann auch irgendwie dann nicht mehr gefunden. Aber worum geht es? Es geht hier um einen Chatverlauf von Julia Siegel, der wohl von dem aktuellen Tag war, wo sie ihm das Gewürz geschickt hat, welches es ist, also welches sie dort reingemischt hat. Und da schreibt sie, das ist das Gewürz und jetzt reicht es mit dir. Bis jetzt war ich immer verständnisvoll, aber jetzt reicht es. So. Und dann schickte sie dieses Bild und wenn ich das richtig verstanden habe, ging dieses Bild hier zu den Zutaten. Und dann kann hier unten, dann steht hier unten, kann Spuren von glutenhaltigem Getreide, Ei, Milch, Mandeln, Senf, Sellerie, Sesamsamen und Erdnüsse enthalten, kühl und trocken lagern. Und das war denn dann für David Ortega das große Problem, wenn ich das richtig verstanden habe, dass natürlich Ei ein veganes Produkt ist. Entsprechend folgte denn dann eine Story, wo David Ortega weinend eine Sprachnachricht an Julia Siegel geschickt hat, dass er 7 Jahre umsonst, ja, ich kann das so schwer wiedergeben, aber er hat 7 Jahre, 7 Jahre waren für umsonst. Ich habe vermutet, dass es so gemeint war, 7 Jahre vegan leben. Und dann scheint das so zu sein, dass er denn dann auf Tag 0 zurückgefallen ist. Ich weiß nicht, ob es um Seele geht, ob es um Reinheit geht, das kann ich euch nicht sagen. Aber ich mache mich darüber nicht lustig. Ich weiß es nur nicht, weil ich nicht in diesem Thema drin bin. Ich versuche euch nur diese Stories von David Ortega, die jetzt auch wieder gelöscht sind, so ein bisschen zusammenzufassen. Das war erstmal so dieser ganze
Konflikt. Dann folgte von Julia Siegel eine Story, die ich nicht mehr da gefunden habe. Da ging es um ein Mozzarella-Gewürz, welches diese Spuren von Ei enthält, wo sie aber gesagt hat, das hat sie gar nicht benutzt. Natürlich, die vegane Community ist auch auf dieses Thema aktiviert worden, hat auch gesagt, das geht gar nicht. Und ich möchte hier nochmal alles etwas in aller Deutlichkeit sagen. Mag sein, dass David uns ein bisschen merkwürdig im Camp vorkommt, aber einem veganen Menschen ein Lebensmittel unterzumischen, ohne dass er weiß, was es ist, geht gar nicht. Und das ist völlig egal, ob der Mensch ein bisschen merkwürdig ist oder nicht. Ich kann David hier total verstehen, dass es so eine Angst in ihm ausgelöst hat, weil er hat etwas, dafür steht er, das macht er seit vermutlich 7 Jahren und dann hat man natürlich panische Angst, dass man diesen Weg, dass dieser gebrochen wurde und ich kann diese Reaktion verstehen. Inzwischen sind zum Teil alle Stories irgendwie gelöscht, außer jetzt das, was ich euch gezeigt habe. Entsprechend habe ich auch die gelöschten Stories hier nicht abgespielt, weil ich denn natürlich auch den Wunsch der Dschungelcamp-Bewohner respektiere, diese Stories hier nicht abzubilden, weil sie wollen es ja nicht. Allerdings gibt es jetzt noch ein Statement von Julia Siegel und sie erklärt hier nochmal einige Punkte, die wir schon kennen, aber auch andere Punkte zu diesem ganzen David-Ortega-Verhältnis. Also es geht nochmal um diese Bikini-Fotos und wie sie sich kennengelernt haben. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Danach folgt erneut eine Story, wo sie Sebastian angreift, der Reporter vom Dschungelcamp. Also ganz viel Drama. Wir gucken mal in die Story von Julia Siegel rein. Lieber David, erstmal, es tut mir leid, dass du dich von mir verletzt gefühlt hast, dass ich dich im Dschungel aus deiner Sicht anscheinend allein gelassen habe. Ich war deine Bezugsperson. Wir haben uns in der Lounge kennengelernt am Flughafen, auch da schon die Themen oberflächlich probiert zu behandeln. Neben uns saß die Betreuerin mit der Bitte, nicht viel zu reden. Sind in den Flieger reingegangen, im Flieger kurz vor dem Start kam eine Stewardess zu mir und meinte, hey, die sind doch gerade mit einem Herrn reingekommen mit so einer Mütze. Der hat große Flugangst, der benimmt sich irgendwie ein bisschen auffällig, können Sie mal nachschauen. Sagst du, soll ich sofort hochgehen oder erst Nach dem Start bin ich dann zu dir hochgegangen, deine Hand genommen, sagst, soll ich mich neben dich setzen? Geht's dir schlecht? Hast du Angst? Meinst du, nein, das ist okay, ist okay. Okay, also erst einmal diesen Punkt kennengelernt, haben sie sich nicht schon im Vorfeld über Instagram oder so? Nee, so wie, also ich kann immer nur das sagen, was Julia sagt. Ich weiß ja nicht, wie es war. Ich kann mich ja nur auf das beziehen. Und sie sagt, nee, wir haben uns in der Fluglounge kennengelernt. Er hatte Flugangst gehabt. Ich wurde drum gebeten von einer Stewardess, weil die gemeinsam reingekommen sind. Ich sollte mal nach ihm sehen und dann Händchen halten, beziehungsweise, das wollte David ja nicht, aber sie sollte bei ihm sein. Menschen mit Flugangst. Ich bin selber ein Flugangstmensch. Ja, ich bin auch ein Flugangstmensch. Tatsache wüsste ich nicht, ob mir es helfen würde, weil ich seit so vielen Jahren nicht mehr geflogen bin, weil ich halt Flugangst habe. Ich weiß nicht, ob ich eine Julia Siegel an meiner Seite bräuchte im Flug. Das kann ich gar nicht sagen, ob mir das helfen würde. Ich habe halt Angst vor der Situation, im Flieger zu sein. Deswegen fliege ich nicht. Das ist ein anderes Thema. Ich bin mit dem Steward, mit dem wir hergeflogen sind, auch immer noch in Kontakt. Also das Steward, nicht Steward, jetzt entschuldigt bitte. Das kann man in dem Sinne auch beweisen, wenn es darum geht. Ich habe dir noch auf Instagram geschrieben, ich wollte dir auch einen Voucher schicken, dass du quasi im Flieger online gehen kannst, weil ich habe solche Voucher, dass man quasi im Internet dann sein kann und sich vielleicht ein bisschen ablenken kann, weil du hast nur so ein kleines Handy gehabt. Dann sind wir in den Lodges angekommen, in 2 verschiedenen Zelten. Als wir angekommen sind, hast du mich gefilmt, wie ich ins Zelt reingegangen bin. Ich habe dann dich gefilmt, wie du ins Zelt reingegangen bist. Ja, wir haben da Kontakt gehabt. Das klingt jetzt erstmal merkwürdig. Hä, wieso filmen die sich? Nee, das ist Content für Instagram gewesen. Und da sie ja natürlich das selbst zeigen wollten, hat dann, so wie ich das verstanden habe, David Ortega die Story von Julia gemacht. Und Julia die von David Ortega, finde ich jetzt auch nicht so verrückt. Aber der war sehr oberflächlich. Er war herzlich, aber oberflächlich. Ich habe dir Musik durchgeschickt. Musik, die ich gerne mag. Ich habe dir ein Sternenbild durchgeschickt, was gerade über dir gewesen ist in der Nacht, zu deinem Sternzeichen. Du hast Angst gehabt vor den Tieren. Du hast nach Spuren gesucht. Du hattest Angst, dass die Tiere in dein Zelt reinkommen. Du hast dich unsicher gefühlt und das war der Grund, warum wir da Kontakt hatten. Ja, ich habe dich gebeten, dass ich nicht über meine Familie sprechen möchte, weil die hat für mich im Fernsehen momentan einfach nichts verloren. Das ist meine persönliche Entscheidung, dass ich nicht über meine Familie und meine Kinder im Fernsehen sprechen möchte. Es war finde ich gut, würde ich auch respektieren, muss ich dazu sagen. Auch ich würde über meine Familie, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, auch nicht sprechen. Warum? Gut, letztens habe ich eine Anekdote aus meiner Kindheit erzählt, aber das weiß ich, da hat meine Mutter jetzt auch kein Problem mit.
Aber den Wunsch von Julia Siegel, der ist ja bekannt, der ist ja immer wieder Thema gewesen schon. Kein Verbot, es war einfach nur eine persönliche Bitte. Des Weiteren, wenn wir telefoniert haben in der Nacht, ging es darum, in tiefe Gespräche vielleicht reinzukommen, auch was ist mit dir passiert, warum hast du dich so verändert. Ich habe gesagt, bitte erzähl mir das nicht jetzt. Ich werde dich das gerne im Dschungel fragen, weil das ist irgendwie interessanter und ein Gespräch ein zweites Mal anzufangen, ist fake. So, dann sind wir in den Dschungel reingekommen und ich kannte einige von den Leuten. Ja, man freut sich, man sieht sie und dann hast du dich zurückgesetzt gefühlt. Das tut mir sehr, sehr leid. Ich habe dir anscheinend da Liebe entzogen. Aber was wir doch auch gesehen haben, war in der Situation, wo gefühlt die gesamte Gruppe gegen David war, dass ja Julia trotzdem zu David hingegangen ist und ihn versucht hat zu trösten, was er da nicht wollte, was ja okay ist. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass Julia ihn komplett ausgegrenzt hat. Aber vielleicht habe ich die Szene auch falsch in Erinnerung, aber eigentlich ist ja gar nicht so lange her jetzt. Ich war deine Bezugsperson. Es tut mir leid, dass dich das verletzt hat. Es war nicht meine Intention in keinster Weise. Aber das Verhalten, was du jetzt seit ein paar Tagen mir gegenüber hast, in Höhen und Tiefen, liebevoll, schlechtes Gewissen, dann ins Negative, dann willst du Videos veröffentlichen, es gibt nichts Geheimes, was du nicht veröffentlichen könntest. Also du hast ja auch Tiervideos veröffentlicht, die ich dir geschickt habe, wie lieb die Tiere sind, wie die Tiere rumlaufen, also eher beruhigende Sachen. Ja, du veröffentliche Sprachverläufe, mach das, wenn du meinst, es ist wichtig. Ich habe von dir hunderte von Nachrichten, ich habe auch von Freunden von dir Nachrichten bekommen, die mich gewarnt haben von dir, pass auf, er wird dich benutzen, er wird dich in den Dreck ziehen, er will weiter in die Öffentlichkeit, er will ins Fernsehen. Du bist jetzt rausgeflogen aus dem Dschungel, warum, darf ich hier nicht sagen. Interessant, ihr hört, hier hat Julia fast schon etwas ausgeplaudert. Es war also dann doch keine richtige Wahl. Sondern es hatte dann schon einen Grund gehabt. Das ist ja das, was wir hier schon vermutet haben. Ich denke, das weißt du selber, was da passiert ist. Na, warte, wir hören mal nochmal die komplette Szene uns an. Hört mal jetzt nochmal genau hin. Wahnsinn, du bist jetzt rausgeflogen aus dem Dschungel. Warum, darf ich hier nicht sagen. Ich denke, das weißt du selber, was da passiert ist. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist jetzt merkwürdig. Warum, sagt Julia Siegel, du weißt doch selber, warum du aus dem Dschungel geflogen bist? Wenn doch eigentlich die Wahl war, dass er rausgehen musste. Und das ist nämlich das, was ich die ganze Zeit schon vermutet habe. Irgendwas stimmt hier nicht. Es ist total unwahrscheinlich, dass die Gruppe am zweiten Tag ein Voting macht, jemand raus muss und dann jemand Neues reinkommt. Und das macht man auch nur einmal. Und deswegen auch meine Vermutung, dass Elena Miras auch wirklich eine Ersatzkandidatin war. Naja, wir hören mal weiter rein. Ich habe dich auf jeden Fall nicht gewählt, weil ich dich eigentlich als Mensch gerne mag, auch wenn es sehr, 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 sehr anstrengend ist. Aber was du die letzten 48 Stunden mit mir machst auf WhatsApp und auf Instagram, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Es ist nicht normal. Es ist ein aus meiner Sicht krankhaftes Verhalten. Gerade die Höhen und Tiefen, die du jeden Tag hoch und runter hast, ich kann nicht mehr, ich packe es nicht mehr, ich werde dich nicht blocken, aber ich werde die Nachrichten nicht mehr weiter anhören, nicht mehr anschauen. Ich kann nicht mehr emotional, das ist mir zu viel, David. Ich packe es nicht mehr. Also bitte wende dich an Familie, Freunde oder an unseren Psychologen, der dabei gewesen ist, an die Produktion, aber ich kann nicht mehr und ab jetzt ist hier auch wirklich Pause, Pause, Pause. Es tut mir wirklich von Herzen leid, aber ich schaff's nicht mehr. Das war doch mal ein Statement, oder? Sonst gibt es immer viele, die sich beschweren, dass keiner ein Statement macht. Das war mein Statement, aber alles mit. Ein bisschen Reflexion, ein bisschen Kritik, eine Entschuldigung, eine Schuldzuweisung, eine Distanzierung, aber die Möglichkeit, sich wieder bei ihr zu melden, wenn das alles ein bisschen ruhiger geworden ist. Ein kleiner Leak war mit drin, ein bisschen Drama war mit drin. Also das war mal wirklich ein Profi-Statement, das muss man wirklich so sagen. Dieses Profi-Statement wurde denn dann von einer Story am Abend abgelöst, wo denn dann Julia Siegel auch schoss, allerdings gegen Sebastian, den ihr kennt so aus der Stunde danach, als der Reporter, der auch, Julia geredet hat in der Stunde danach. Und da hören wir mal kurz rein, was sie zu dem Journalist von RTL sagt. Aftershow, jetzt gerade, die Stunde danach. Zu dem Atemzeug werde ich gleich live gehen. Aber Sebastian Klimke, hast du irgendwas mitbekommen von den letzten, man sagen, 36 Stunden, was passiert ist? Irgendetwas davon? Mein Posting zum Thema David, wie es dem David geht, wie es ihm emotional geht.
du stellst mich gerade nochmal in Frage, dein Ernst, wirklich dein Ernst, das nennst du journalistische Arbeit und das live im Fernsehen gerade? Boah, was du gerade machst, ist echt eine üble Nummer gewesen. Bevor du nochmal live ins Fernsehen gehst, guck dir die Stories von David an, guck dir meine Stories, meine Reels an und dann geh live ins Fernsehen und mach dann so eine Nummer draus. Boah, nee. Journalist ist für mich was anderes. Vor allem zwei Seiten und du bist immer nur einseitig. Und das ist kein gutes Verhalten und schon gar nicht emotional für Menschen, denen es schlecht geht. Also ihr seht, ein Drama, welches sich zuspitzt und es scheint so zu sein, dass RTL und Julia Siegel so ein bisschen im Clinch jetzt liegen und das ist für uns insofern doch ganz interessant, weil ich persönlich bin schon sehr an der Wahrheit interessiert, nämlich die Wahrheit, warum ist David Ortega aus dem Dschungel geflogen und nicht durch eine Wahl, die uns RTL hier so gezeigt hat. Ich würde schon ganz gern die richtigen Hintergründe wissen. Julia hat aus meiner Sicht damit jetzt einen Stein ins Rollen gebracht, wo viele kritische Zuschauer nachfragen werden. Und es wird sich zeigen, ob einer der 12 Teilnehmer was verraten wird oder nicht. Ich finde das alles höchst dramatisch. Höchst dramatisch. Der Angriff jetzt hier auf Sebastian, ich habe Sebastian ehrlich gesagt in der Dschungelberichterstattung immer als sehr fair erlebt, ja. Es gibt einige Sachen, da bin ich bei ihm nicht d'accord, bei einigen Sachen bin ich mit ihm d'accord, das habt ihr bei mir aber auch, das ist halt normal in einer Berichterstattung. Aber ihn generell einseitig habe ich nicht erlebt. Bei dem Thema Julia Siegel, ja, er ist da nicht so, wie war mein Eindruck, informiert gewesen. Ja, das war auch mein Eindruck und ich finde, bei so einem wichtigen Format in der RTL-Bubble, ich denke mal, es gibt ganz viele Menschen, denen interessiert das nicht, aber wichtig in der RTL-Bubble, sollte man schon zumindest Dannys Trash-Highlights gucken, um informiert zu sein. Oder aber zumindest die Konflikte im Hintergrund so ein bisschen zu beobachten, damit man halt auch das besser nachvollziehen könnte. Das wäre aber so meine Sache, die ich da sozusagen habe. Meine Lieben, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob dieses Video jetzt um 11 Uhr oder um 14 Uhr gekommen ist. Wenn es um 11 Uhr gekommen ist, dann freut euch um 14 Uhr auf ein Video. Und wenn das Video um 14 Uhr gekommen ist, dann freut euch auf den Livestream um 19 Uhr. So schnell werdet ihr mich nicht los, meine Lieben. Und wenn ihr mich auch wiedersehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Ich sag jetzt aber erstmal tschüss.